Noch ist unklar, ob der FC Bayern München den auslaufenden Vertrag mit Frank Ribéry zum Saisonende verlängern wird. Trotzdem bringen sich bereits die ersten Interessenten in Position. Auch ein ehemaliger Spieler des FC Bayern zeigt Interesse an einer Zusammenarbeit. So möchte Markus Babbel, der seit 2018 Trainer der Western Sydney Wanderers ist, den 35-jährigen Franzosen nach Australien lotsen. Gegenüber der Tageszeitung Sydney Morning Herald berichtete der Ex-Münchner von einem gemeinsamen Gespräch. Ich sagte ihm, wenn du eine Menge Geld verdienen willst, musst du nach Katar oder so gehen. Aber wenn du ein Rockstar sein willst, komm nach Australien, verriet Babbel von der Unterhaltung mit Ribéry. Dieser habe noch keine Entscheidung bezüglich seiner Zukunft getroffen. Trotz seines Bemühens schätzt der Coach die Chancen auf eine Verpflichtung des Franzosen gering ein. Ich kann mir kaum vorstellen, dass er hierher kommen würde. Wir sprechen hier über eine Kategorie, die für Ligue nicht realistisch ist. Neben Ribéry ist dem weiteren Bericht zufolge auch Bayern-Kollege Arjen Robben eine Option für das Team aus Sydney. Punkt. Jedoch schrecke die Verletzungshistorie des Niederländers den Verein ab.